Hey und herzlich willkommen zurück zu My Hero Wants Justice. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Part haben wir die Grundlage mit Gran Torino gemacht und haben dort unsere Fähigkeiten ein bisschen ausgebaut, haben das Full Call gelernt mit Deku zusammen und jetzt sind wir schon mit dem Praktikum so gut wie fertig, aber wir haben jetzt ein kleines Problemchen, denn in Shibuya, wo ich sogar vor ein paar Wochen war in Japan, voll krass irgendwie, muss ich an der Stelle noch hier kurz erwähnen, gibt es jetzt auf jeden Fall Ärger mit Stain und Ida möchte sich ganz gerne bei ihm rächen. Warum und weshalb, das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. Wir machen aber erstmal weiter jetzt mit dieser Mission. Merkt ihr meinen Namen? Nomusin Inhoso, dort ist der Heldenmörder erschienen. Ida ist auch verschwunden. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Nein, Ida, tu das nicht. ヒーロー殺しに襲われた。ヒーロー活動はもうかなわないそうだ。奴は一つの町で必ず4人以上に危害を加えている。ホスではまだ1人目だ。つまりヒーロー殺しはこの町に再び現れる可能性が高い。その時は唐突にやってきた。騒ぎを追っていた最中、路地裏にその姿を見つけたのだ。ヒーロー殺し、あいつを必ず この手で。スーツを着た子供。何者だ。消えろ。子供の立ち入っていい領域じゃない。お前を追ってきた。こんなに早く見つかるとはな。僕はお前にやられたヒーローの弟だ。僕の名を生涯忘れるな。インゲニウム、お前を倒すヒーローの名だ。 Okay, los geht's, Freunde. Wir dürfen direkt kämpfen mit Ida oder Ingenium, wie man ihn nennen möchte. Ist natürlich ein extrem schneller Charakter, sieht man ja auch an seiner Rüstung und glaube ich auch an seinen Fähigkeiten. Und ja, ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht geübt oder so. Ich lege direkt weiter, Freunde, und versuche hier auf jeden Fall die ein oder andere Kombo hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, aber ich gebe natürlich mein Bestes. Um natürlich auch gleich der Frage entgegenzukommen, wie sieht es aus mit Livestreams und so ein Zeugs. Das wird es auf jeden Fall alles geben. Ich denke auch, dass wir die in den nächsten Tagen, vielleicht auch schon morgen, vielleicht auch schon heute, keine Ahnung, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, einen Livestream machen werden. Und natürlich euch, dass ich euch hier alles zeigen werde. Und wir fangen jetzt aber erstmal an mit der ersten Ulti von ihm, wenn ich hier gleich rauskommen sollte. Moment, und zwar sieht die ganze Sache denn so aus. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber man sollte ihn nicht unterschätzen. Bam, Alter. Alter. Oh, oh, oh. Da ist ja gar nicht, da wächst ja gar kein Gras mehr, wo er hinschlägt. Und natürlich nochmal, komm. Guck mal, wie er hier rumrennt. Also diese Wandkämpfe finde ich halt schon irgendwie voll geil. Das hat man sich halt immer so in den Storm 4-Teilen gewünscht, oder beziehungsweise in den Storm-Teilen, nicht Storm 4-Teilen. Und jetzt bekommen wir dieses Feature endlich mal in so einem My Hero Game, finde ich voll geil. Mal gucken, wie das sich im Online so auswirken wird und allgemein natürlich auf Kämpfe, aber könnte geil werden, Freunde, könnte echt geil werden. イングニウム、兄貴は奴は伝聞のため生かした。お前は弱いな。お前もお前の兄も弱い。偽物だからだ。黙れ悪党。兄さんは多くの人を助け導いてきた。僕に夢を抱かせてくれた立派なヒーローなんだ。 お前が潰していい理由なんてないんだ。殺してやる。目先の憎しみにとらわれ、私欲を満たそうとするなど、ヒーローから最も遠い行いだ。だから死ぬんだ。じゃあな、正しき社会への供物。黙れ。黙れ。 何を言ったって、お前は兄を傷つけた犯罪者だ。助けに来たよ。
Idake! Da kam ja Deku nochmal im richtigen Augenblick, Freunde, und hat natürlich Ida, ja, so gut wie das Leben gerettet. Aber jetzt können wir natürlich uns auf diesen Nomu konzentrieren, denn wir dürfen mit Gran Torino gegen einen Nomu kämpfen. Und das ist auf jeden Fall interessant, weil Nomu ist bis jetzt nicht spielbar. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwie als DLC vielleicht kommen wird, aber dieser Charakter ist nicht spielbar. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wir werden jetzt erstmal diesen Kampf hier machen. Wirbelwind des Chaos. Ein Monster hat den Shinkansen angegriffen, als der Junge und ich auf dem Weg nach Shibuya waren. Was um alles in der Welt ist hier los? Tja, die Schurkenliga ist los, Freunde. Deswegen ab zu dem Kampf und legen wir los. Shibuya ni mukau tochuu no Shinkansen. Soko ni Biran ga tsukkonde kiyagatta. Ore wa soitsu wo tsurete ittan sono ba wo ridatsu shita. Tobidashita saki no machi naka de mita no wa 同じように気色悪い姿をしたヴィランどもが暴れる姿だった。一般市民に手を伸ばすヴィラン。まずい。間に合うか。そう思った矢先、奴の全身を炎が覆った。轟き、なんでここに？ヒーローだからさ。存じ上げませんが、そこのご老人。俺に任せて。 Okay, Freunde. Boah, ist der geil, Alter. Schade, dass der echt nicht spielbar ist, ey. Also Bandai Namco, falls ihr das irgendwie hören solltet, sehen solltet, wie auch immer. Bringt den Charakter rein, der guckt euch mal das Smartphone, voll geil. Erstmal hier mit Gran Torino erstmal klarkommen. Ist natürlich ein schneller Charakter. Und ist auch, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock auf ihn. Auf jeden Fall sah das Gameplay von ihm, was ich so gesehen habe, sah auf jeden Fall interessant aus, aber jetzt erstmal damit klarkommen, ist natürlich wieder eine andere Sache. Also er sah auf jeden Fall in den Er sah in den Gameplay-Videos auf jeden Fall stark aus. Wir probieren es mal mit der Attacke hier. Das ist seine zweite Ulti hier. Vielleicht haben wir da irgendwas Krasses, Freunde. Also er springt hier auf jeden Fall ziemlich schnell hin und her. Und verdrischt den Gegner hier ziemlich ordentlich. Boah, das sieht nicht wirklich toll aus wie ihn. Und natürlich immer nochmal schön von oben runter drücken in den Boden rein. Und das hat auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Es gibt, wie gesagt, noch eine dritte Ulti. Dafür braucht man ein bisschen mehr Energie. Alter, wie lange diese Animationen gehen, das habe ich bis jetzt noch nicht hingekriegt. Mal gucken, ob wir das auch noch irgendwie hinkriegen. Aber das ist jetzt erstmal... Alter, der ist viel zu schnell. Ich muss erstmal klarkommen damit. Das ist voll übertrieben, wie schnell der ist. Er wirkt halt so alt und schmächtig und so langsam. Aber der ist nicht alt und langsam und schmächtig. Okay, alt ist er. Aber langsam ist er auf jeden Fall nicht, Freunde. So viel kann ich schon mal sagen. Ich muss halt erstmal mit seinen Attacken zurechtkommen, weil die echt... Es ist schwer, den zu kontrollieren, würde ich. Ja, okay, schwer zu kontrollieren ist ein bisschen übertrieben, aber ich komme halt überhaupt nicht mit ihm klar. Okay, jetzt komme ich klar. Also man muss erst Kreis drücken und dann Dreieck. Jetzt habe ich das verstanden. Also das sah schon auf jeden Fall interessanter von ihm aus. なんだ、やるじゃないか、ゴロジ。ショートのやつ。ゴロジは今から言うアドレスへ向かってくれ。そこにうちのショートがいるはずだ。この場はこの縁では一人で事足りる。この場で起きている騒ぎはトドロキに任せ。俺はトドロキの言う地点へ応援に行くことにした。 Shotos Vater können wir auch noch spielen, Freunde, aber da muss ich noch warten, bis ich meinen Code bekomme, denn das ist ein Vorbesteller-Charakter. Wenn man das Spiel vorbestellt hat, kriegt man Shotos Vater. Ansonsten ist es, glaube ich, nicht möglich, ihn zu bekommen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man kann ihn später nochmal nachkaufen. Also in ein paar Wochen ist er dann im Store nachzukaufen. Aber ansonsten kriegt man, glaube ich, diesen Charakter nicht. Mal gucken, ob ich da auch nochmal irgendwie die Chance bekomme, euch den nochmal ein bisschen näher zu zeigen. Weil der wird bestimmt besonders sein als Gameplay. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit diesem Kampf. Deku gegen Stain. Izuku eilt zu Hilfe. Ich habe Ida gefunden. Er ist beim Heldenmörder. Wird mein Full Call bei ihm funktionieren? Ich muss es versuchen. Ich muss Ida unter allen Umständen retten. Ja, Freunde, das ist unsere erste richtige Heldenmission. Los geht's! Bingo da! Dojiura o shiramitsubushi ni sagashite kita. Boku hitori de jikan o kasegu. Dekireba, Hiro Goroshi o shirisokeru.
仲間が助けに来た。いいセリフじゃないか。だが俺はこいつらを殺す義務がある。ぶつかり合えば当然弱い方が淘汰されるわけだが、さあどうする。やめろ、逃げろ、言ったろ。君には関係ないんだから。そんなこと言ったらヒーローは何もできないじゃないか。オールマイトが言ってたんだ、余計なお世話はヒーローの本質なんだって。余計なお世話だとしても。Okay, Freunde, Stain eskaliert jetzt komplett. Ich lasse es nicht zu, dass du meine Freunde verletzt. Oh Gott, ey, dieses Sprint, da habe ich noch so ein bisschen mal ein Problem. Wie man. Macht man das mit L1? Dann muss ich nochmal drauf gucken jetzt, ob das wirklich mit L1 funktioniert. Weil es gibt auf jeden Fall die Chance, dass man den Gegner anspritten kann. Wenn man zum Beispiel. Ah, es funktioniert tatsächlich mit L1. Wenn man ihn zum Beispiel in die Luft donnert oder so. Okay, jetzt setzt er auch noch seine Ulti ein. Finde ich nicht geil. Aber ich konnte es gerade noch abwehren. Das ist doch schon mal was. Jetzt lasse ich mich mal ein bisschen verprügeln. Ich stecke hier voll in der Wand fest. Kommt man da irgendwie schneller raus? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, ihn mit meiner Superattacke zu beenden. Also mit meiner Zweier. Ich muss halt nur gucken, wie ich noch die Energie dazu aufbringe, ohne ihn zu killen. Aber die sollte ich jetzt eigentlich haben. Ja, noch einen Schlag, dann haben wir es. So. Arm, Alter, erwischt. Okay, wir haben es. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch treffen. Wir haben nur eine Chance, Freunde. Wir probieren es, okay? Wir probieren es. Glaubt an mich. Plus Ultra! Plus Ultra! Und jetzt! Komm her, Stain! Du gehörst mir. Ah, boom, Alter, erwischt! Viel Spaß! ヒーローになるんだ。通じた、通じたぞ、フルカーレン。そ、体が。パワーが足りない。だが動きは悪くない。確実に仕留められるよう画策した。そういう動きだった。口先だけの人間はいくらでもいるが、お前は生かす価値がある。こいつとは違う。ニドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。Ich würde jetzt mal sagen, der Frauenschwarm aller Frauenschwärme ist angetroffen, Freunde. Und zwar Shoto Todoroki ist jetzt da. Und der hat jetzt natürlich Deku so ein bisschen das Leben gerettet. Und natürlich jetzt auch Ida, weil Ida ist immer noch voll am Arsch und liegt voll auf dem Boden. Aber das spielt keine Rolle, denn Shoto ist jetzt da und wir werden gegen Stain mit ihm kämpfen. Von Todoroki an Ida. Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Deine Nachricht war viel zu unklar, Midoriya. Es wird gefährlich, aber wir müssen sie beschützen. Ganz genau. Das ist unser Heldenweg und den werden wir gehen mit Shoto. Los geht's! Midoriya. こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。トトロキ君、なんで君が、それにその個性。数秒意味を考えたよ。一括送信で位置情報だけ送ってきたから。お前なら意味なくそんなことはしねえ。なら応援呼べってことじゃねえかって。トトロキ君、そいつに血見せちゃダメだ。ダメ、血の蛍光摂取で相手の自由を奪え。みんなやられた。いい友人を持ったじゃないか、インゲニウム。ヒーロー殺しか。いい目だ。相当危ねえ橋だが、二人で守るぞ。Okay, Begleiterunterstützung. Jetzt kommt nochmal ein kleines Tutorial, denn wir haben natürlich auch Begleiter, die wir einsetzen können mit L2. Da müssen wir mal ganz kurz warten, dass der sich aufgefüllt hat.
Oh shit. Ich bin gespannt, was Shoto drauf hat. Ich weiß natürlich, dass er ja ziemlich OP sein kann, weil ich ja so eine Art Demo gespielt habe bei Bandai. Da war er ziemlich OP. Aber mal gucken, ob sie den nochmal ein bisschen genervt haben. So, Deku, helf mir mal. Bam, Alter, schön erwischt. Sehr gut. Jetzt gehst du zurück und kraulst dir die Eier. So, jetzt geht der Kampf aber richtig los hier. So, dann zeig mal, Stan, was du drauf hast. Ich habe natürlich zwei Kräfte hier. Genau dieses Eis, das ist richtig nervig, weil man damit einen echt so hart freezen kann, dass derjenige echt nichts mehr machen kann. Und dass man den anderen halt einfach nur noch nerven kann damit. Das ist voll nervig halt. So, achso, stimmt, mit drei gedrückt halten kann man so auf dem Eis ein bisschen sliden. Erinnere ich mich auch noch dran. Grüße gehen raus an Christina von Bandai Namco, die das ganz gerne immer eingesetzt hat, um mich zu ärgern. So, Deku hat leider nicht getroffen. Ich habe von dem seine zweite Ulti, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich kenne immer nur von allen die erste Ulti. Also die, wo man eben eine Energie braucht. Aber mal gucken. Ich bin gespannt, was der so drauf hat. Ich versuche allgemein euch immer alles zu zeigen, was ich auf jeden Fall herausfinden kann. Aber ob das immer alles klappt, Freunde, ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber ein schön erwischt. Wir können natürlich nochmal einen Grab versuchen. Nochmal. Zack. So wollte ich das nicht. Komm, grab ihn. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Grab war. Treff mich mal, komm, dann ist mein Balken voll, dann kann ich meine Ulti einsetzen. Dankeschön. So, wir haben noch 19 Sekunden. Das sollte reichen, um diese Attacke hier einzusetzen. Viel Spaß, Stain. Da ist nicht wirklich viel übrig geblieben von Stain. Tut mir natürlich leid an der Stelle, mein kleiner stachliger Freund. Yamete kure. Mo. X-Plus-Ultras. X-Plus-Ultras sind mit beiden Begleitern ausgeführte Spezialangriffe, die drei Balken der Plus-Ultra-Leiste verbrauchen. In der Move-Liste der Charaktere findest du Einzelheiten zum Einsatz dieser Angriffe. Ja, Freunde, dann haben wir es jetzt auch herausgefunden, dass das Ganze X plus Ultra heißt. Ich habe dazu noch gar nichts gesehen, wusste auch gar nicht, dass es irgendwie so Triple Ultis oder irgend sowas gibt. Ich habe gedacht, das ist allgemein einfach eine normale Triple Ulti, beziehungsweise nicht eine Triple Ulti, sondern einfach nur noch eine heftige Ulti von dem Charakter. Aber das ist scheinbar nicht der Fall. Diesen Kampf werden wir noch machen, Re-Ingenium, da bin ich gespannt. Ja, ich bin kein Vergleich zum Original, ich kann mich noch nicht Held nennen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht aufstehe und kämpfe. Harte Worte, geniale Worte und starke Worte, Freunde. Und die werden wir jetzt nutzen, um Stain ein für alle Mal zu besiegen. Naritemon, Santo Miro! Omae no yuu toori da. Hiro goroshi. Boku wa karera to chigau. Mishuku mono da. Sore demo.今ここで立たなきゃ。ミスプロ。バースト。二人にこれ以上血を流させるわけにはいかない。感化され取り繕おうとも無駄だ。人間の本質はそうやすやすと変わらない。ヒーローを歪ませる社会のガンだ。誰かが正さねばならないんだ。 Okay, Freunde, jetzt dürfen wir wahrscheinlich auch noch gleich tutorialmäßig unsere Triple-Scheiße da gleich einsetzen. Ich bin gespannt. Wir haben ja schon zwei Balken. Ich glaube, das ist nicht normal, zwei Balken direkt von Anfang an zu haben. Würde mich auf jeden Fall wundern, falls doch. Aber wir versuchen jetzt hier natürlich kombomäßig auf jeden Fall ein bisschen mehr rauszuhauen. So. Es sieht schon besser aus. Ich werde versprechen, Freunde, ich werde auf jeden Fall üben, dass das Ganze noch viel besser aussieht. Aber für den Anfang müsst ihr auf jeden Fall erstmal damit zurechtkommen. Er hat einfach schon drei Balken, WTF. Ich würde es mal interessieren, wenn er jetzt nur allein spielt, was er dann eigentlich einsetzt. Weil er kann ja sonst kein X plus Ultra einsetzen. Kann ja nicht sein. Würde mich ja sonst hart wundern. Und er ist auch gleich tot. Finde ich nicht so geil. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht killen, weil ich natürlich noch hier das X plus Ultra einsetzen möchte. Alter! Was geht denn hier ab, ey? Der ist ja richtig auf keine Ahnung, Droge, Alter. Ja, nicht mehr normal. Wir haben auf jeden Fall gleich genügend Energie. Ich glaube, der hält auch gerade ein bisschen mehr aus, kann das sein. Bin mir nicht sicher, aber ist ja auch egal.
Wir können es gleich einsetzen. Dick, helf mir mal. Da hat er sich einfach vor mich durchgedrängt hier. Lass ich aber nicht zu. Nein, lass mich in Ruhe. Komm schon. Ich will das jetzt einsetzen, Mann. Ich hab Bock, das zu sehen, wie das jetzt aussieht. Das sah schon heftig aus auf dem Bild. So Triple Combo Mombo, Alter. So, du helf mir nochmal. Ansonsten muss ich mich vielleicht echt ein bisschen prügeln lassen. Ich muss halt echt aufpassen. Aber ich glaube, wir sollten es hinkriegen, Freunde. Wir sollten es hinkriegen. Oh, scheiße, ich bin aufgeregt, das jetzt zu sehen. Und nochmal. Okay, wir können es einsetzen. Huh. Okay, wir setzen es ein. Wirklich? Willst du mich verarschen? Ich konnte es jetzt nicht einsetzen, weil er mich mit irgendwas getroffen hat. Oh, ist das mies, Alter. Dann beenden wir es eben auf diese Art und Weise. Oh, das tut mir jetzt echt leid, Freunde. Das ist echt miese Brise. エクステンド!フォーレ!クリッカー!今は!今は!行け!足が、拳が!あれば! So, Freunde, wir haben jetzt tatsächlich Stain besiegt und zwar mit dem Arm von Deku und mit dem Bein von Ida und volle Power in Stains Gesicht und natürlich Magen reingekickt und geschlagen und haben ihn damit auf jeden Fall besiegt. Aber wie es jetzt weitergeht, was die Auswirkungen von der ganzen Situation sind, das werden wir erst im nächsten Part sehen, Freunde. Ab jetzt ist es auch so, dass jetzt nur noch ein Part pro Tag kommt, weil ich das Ganze nicht einfach ausschlachten möchte auf meinem Kanal, sondern wirklich ruhig und langsam mit euch angehen möchte. Heute war auf jeden Fall ein spezieller Tag. Ihr habt heute zwei Parts bekommen. Das ist schön und cool. Aber jetzt kommt nur noch ein Part pro Tag so rum, dass eben das Ganze einfach ein bisschen gechillter auf meinem Kanal läuft und jeder auch genügend Zeit hat, die Parts zu gucken. Denn das Game ist ein kleines Herzensprojekt und da freue ich mich einfach drauf. Und ja, das ist auf jeden Fall der große Start von diesem Projekt. Ich hoffe, es wird eine Weile gehen, Freunde, aber das werden wir sehen. Zeigt es mit einem Daumen nach oben, mit einem Kommentar, alles gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt eure Meinung rein. Bis dahin. Tödelö.